Da sitzt er nun, der Richter, und schaut uns mit seinem bösen Blick an und wartet darauf, dass wir mit unserem Kreuzfeuer beginnen. Ich hatte gerade so einen ganz blöden Gedanken. Ajo. Wäre es nicht amüsant, wenn man seinen Bart auf den Kopf packen würde und der dann einfach unten nichts mehr hätte und die Haare hätte dann auf dem Kopf? Das sieht aus wie so ein Troll. Kann das mal einer photoshoppen? Ich glaube, ich brauche das in meinem Leben. Und dann am besten noch da, wo die Lippen sind. Dann hast du da noch diese Lücke und dann hat er das so verstören, diese Lücke und dann die Haare. Alles klar. Ajo. Zurück zum Business. Ja. Wir dürfen Kreuzfeuer machen. Genau. Ernsthaft bleiben hier. Erklär mal Mia, bitte. Kreuzfeuer, euer Ehren? Na gut, Wright. Es ist soweit. Jetzt geht's ums Ganze. Was genau soll ich jetzt tun? Decken Sie auf, wo der Zeuge bei seiner Aussage gelogen hat. Gelogen? Was? Er hat gelogen? Ihr Mandant ist doch unschuldig, oder? Ich habe da noch meine Zweifel, ehrlich gesagt. Dann hat der Zeuge bei seiner Aussage gelogen. Oder ist Ihr Mandant doch schuldig? Wie kann ich das Gegenteil beweisen? Sie haben es in der Hand. Suchen Sie bei den Beweisen. Okay. Mia, gib mir mal einen Tipp. Vergleichen Sie die Aussage mit den Beweisen, die es gibt. Da muss es einen Widerspruch geben. Suchen Sie die Widersprüche zwischen Gerichtsakte und Zeugenaussage. Wenn Sie den entscheidenden Widerspruch gefunden haben, decken Sie ihn auf und stopfen Sie dem Zeugen damit den Mund. Darf ich auch laut Einspruch rufen? Hat die Switch ein Mikrofon? I don't think so. Ich brauche jetzt dieses Darth Vader. No. Nein! Ich darf nicht mal Einspruch ins Mikrofon rufen, wie auf dem DS. Oder auf dem 3DS. Wobei, da müsste ich sowieso Objection rufen. Weil die fleißigen Mitarbeiter von Capcom das Spiel nicht auf Deutsch für den 3DS rausgebracht haben. Danke! So eine Schande. Okay. Drücken Sie die R-Taste zur Gerichtsakte und decken Sie die Widersprüche auf. Klingt. Gut. Ich finde es auch irgendwie unheimlich, wie sich nur sein Körper wirkt. Sein Kopf bleibt extrem. Also ja, bleibt die ganze Zeit an der gleichen Stelle. Er hängt da so. Aber sein Kopf bewegt sich einfach gar nicht. Ich weiß, das Spiel war mal für den Game Boy Advance, aber es wirkt seltsam. Da wir das ja letztes Mal vorgelesen haben, müssen wir es nicht nochmal vorlesen. Aber ich möchte seine Aussagen angreifen. Dann mach mal. Am besten mit einem Messer, aber das Gericht hat mir keins gegeben, deswegen muss ich Worte benutzen. Ist denn ein Mann, der eine Wohnung verlässt, nicht was ganz Normales? Mir kommt es komisch vor, dass er ihnen auffiel. Ich weiß nicht. Er kam mir nur sonderbar vor. Das ist alles. Als ob er wütend war und gleichzeitig verängstigt. Wie ein Verbrecher, der vom Tatort flieht. Die Verteidigung bittet den Zeugen, Mutmaßungen zu unterlassen. Natürlich. Der Zeuge meint damit, dass der Mann verdächtig aussah. Gut, was passierte danach? Moment mal. Halb offen, sagen Sie? Ja, die Tür stand halb offen, genau. Ich wartete eine Weile ab, aber es kam niemand, um sie zuzumachen. Das ist komisch in so einer großen Stadt, dachte ich. Ich verstehe. Und was geschah dann? Und dann... Warum haben Sie das getan? Sehen Sie, die Tür stand halb offen. Ist es nicht ganz normal, dann einen Blick hineinzuwerfen? Wir steigen doch auf Berge, weil es sie gibt. Das ist das Gleiche. Das sind wahre Worte. Jeder würde einen Blick hineinwerfen. Ich weiß ja nicht. Warum ist er als Staatsanwalt qualifiziert? Ja, das frage ich mich auch. Warum hat Penny ihn so schnell unterbrochen? Also haben sie in die Wohnung hineingeschaut. Und was geschah dann? Und dann? Nichts, kein und dann! Dann sah ich sie da liegen. Oh nein. Ui. Oh, waren sie sich sicher, dass sie tot war?
Nun, nein, ich glaube nicht. Aber sie rührte sich kein bisschen und überall war Blut. Ich glaube, das hätte jeder... ich glaube, das hätte für jeden nach einer Toten ausgesehen. Nun gut, was geschah dann? Sie haben also in der Wohnung nichts angefasst? Ja, ich meine nein, nichts. Gut, was geschah als nächstes? Hat ganz schön viel Vorgeplänkel. Mhm. Sie wollten die Polizei rufen? Heißt das, Sie haben es nicht getan? Ich bitte Sie, hören Sie sich doch den Rest der Aussage an. Sie wollten die Polizei rufen. Und was geschah dann? Hast du denn kein Handy gehabt, meine Güte? Ja, okay, war 2001. Aber das spielt eigentlich in Japan, das Spiel. Hat nicht jeder Mensch doch mindestens drei Handys? Ich weiß, Klischee und so weiter oder Vorurteile. Sorry. Das Telefon in Ihrer Wohnung funktionierte nicht? Ja, ich meine, nein, es funktionierte nicht. Das stimmt. Aber Sie haben gesagt, Sie hätten die Wohnung nicht betreten. Oder etwa doch? Oh ja, das kann ich erklären. Da war ein schnurloses Telefon auf einem Regal im Eingangsbereich. Ich fasste hinein und versuchte damit anzurufen. Und das Telefon funktionierte nicht, richtig? Was geschah dann? Warum benutzen Sie ein öffentliches Telefon? Nun sehen Sie, ich habe kein Handy. Und mitten am Nachmittag machte mir in den anderen Wohnungen niemand auf. Gut, um wie viel Uhr haben Sie nochmal angerufen? Es war genau 13 Uhr. War es denn wirklich 13 Uhr? Wie kann das denn sein, wenn sie um 16 Uhr starb? Ja, merkwürdig. Ich meine, zu dem Zeitpunkt dürfte sie eigentlich noch nicht tot gewesen sein. Nee. Sehr merkwürdig. Sie fanden die Leiche um 13 Uhr. Sind Sie sicher? Ja, es war 13 Uhr. Ganz sicher. Offen gesagt, kann ich Ihnen das kaum glauben. Ihre Aussage steht ganz und gar im Widerspruch zum Autopsiebericht. Die Autopsie stellt eine Todeszeit von nach 16 Uhr fest. Es gab um 13 Uhr keine Leiche zu finden. Wie erklären Sie diesen Zeitunterschied von 3 Stunden? Ja, da kommt ein Schwitzen, der Gute. Schwitzi, schwitzi, schwitz, schwitz, schwitz. Ach das? Oh, Das ist belanglos! Der Zeuge hat einfach die Uhrzeit vergessen. Ist klar. Nach dieser Aussage kann ich das nur schwer glauben. Herr Savitt, warum waren Sie so sicher, dass Sie die Leiche um 13 Uhr gefunden haben? Mann, das ist wirklich eine gute Frage. Gute Arbeit, Wright. Zeit, ihn in Schwierigkeiten zu bringen. Noch mehr Schwierigkeiten? Das ist alles, was Sie tun müssen. Decken Sie Widerspruch auf. Jede Lüge folgt eine weitere. Jeder. Jeder. Finden Sie eine und die ganze Geschichte fällt in sich zusammen. Easy peasy, würde ich mal sagen. Warten Sie, ich erinnere mich jetzt. Wollen Sie Ihre Aussage wiederholen? Oh Mann. Fundzeitpunkt. Dann erzähl mal. Sehen Sie, als ich die Leiche fand, hörte ich die Uhrzeit. Eine Stimme sagte die Zeit an. Sie kam wahrscheinlich vom Fernseher. Aber das Ganze war um 3 Stunden verschoben, stimmt's? Das Opfer muss wohl eine aufgezeichnete Sendung angesehen haben. Deshalb dachte ich, es sei 13 Uhr. Das Missverständnis tut mir furchtbar leid. Na, ich weiß ja nicht. Ich verstehe. Sie hörten eine Stimme, die in einem aufgezeichneten Programm die Uhrzeit ansagte. Wright, Sie können den Zeugen ins Kreuzverhör nehmen. Wright, Sie wissen, was Sie zu tun haben. Ich weiß. Na, dann hau mal rein. Let's do this! Yes!
Sie sagten, hörte, nicht sah? Ja, ich hörte. Alles, was ich sah, war die Leiche am Boden. Ich dachte nicht daran, woanders hinzusehen. Am wenigsten auf meine Uhr. Ist das nicht etwas merkwürdig? Sie sagen also, dass sie etwas hörten. Hätte sie die Leiche wirklich so erschreckt, hätten sie gar nichts gehört. Der Zeuge sagte, er hätte die Uhrzeit gehört. Es ist absurd anzunehmen, er hätte gar nichts gehört. Ich muss der Anklage zustimmen. Zeuge, fahren Sie mit Ihrer Aussage fort. Sind Sie sicher, dass es ein Fernseher war und kein Radio? Nun, nein, es könnte ebenso ein Radio gewesen sein. Zufällig gab es dort kein Radio. Es gab nur einen großen Fernseher. Halt! Ich würde zwar nicht drauf wetten, aber irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas mit dem Hören des Fernsehers. Der Zeuge hat ausgesagt, er hat die Uhrzeit gehört. Wie soll denn das bitte funktionieren, wenn es einen Stromausfall gegeben hat? Ja, wir stellen uns gerade mal alle dumm und tun so, als wüssten wir davon nichts. Ich meine nur, selbst wenn es eine aufgezeichnete Sendung gewesen ist, funktioniert ja der Fernseher trotzdem nicht wegen dem Stromausfall. Ja, aber zum jetzigen Zeitpunkt der Story sind wir noch alle dumm und haben dieses kleine Detail vergessen. Mhm. Gut. Wie erklären Sie den Zeitunterschied? Nun, Herr Zeuge, wie erklären Sie sich das? Das Opfer muss wohl eine aufgezeichnete Sendung angesehen haben. Ja. Was für eine Sendung könnte das gewesen sein? Ein Video? Ja, das würde erklären, warum die Uhrzeit falsch war. Richtig, das stimmt. Right. Ich glaube, das Problem liegt woanders. Gut, Sie haben die Uhrzeit am Tatort also gehört. Hat er nicht. Nein. Denn wie du gerade sagtest, wie kann er denn eine aufgezeichnete Sendung gesehen haben, wenn Strom zu diesem Zeitpunkt nicht existierte? Eben. Gute Formulierung. Ja, voll. Nix Strom, deswegen auch nix Fernsehen. Warten Sie! Die Anklage hat gesagt, es gab einen Stromausfall, als die Leiche entdeckt wurde. Und dieses Protokoll beweist es. Sie hätten weder einen Fernseher noch ein Video hören können. Die Verteidigung hat recht. Haben Sie dafür eine Erklärung, Herr Servant? Nein, ich finde es auch höchst seltsam. Wirklich. Total seltsam. Aha! Warten Sie, ich erinnere mich jetzt. Herr Servant, das Gericht hätte gerne von Anfang an eine wahrheitsgemäße Aussage. Diese ständigen Korrekturen schädigen ihrer Glaubwürdigkeit. Ja, da hat er recht. Du, die Tatsache, dass dein Kopf sich nicht bewegt, hat schon seiner Glaubwürdigkeit geschadet. Außerdem wirken sie ziemlich verwirrt. Oh, hat Phoenix Konfusstrahl eingesetzt? Es tut mir leid, euer Ehren. Aber nicht weh. Das muss wohl noch der Schock vom Fund der Leiche sein. Schon gut, Herr Sabot. Wiederholen Sie bitte Ihre Aussage noch einmal. Yay. Der Richter darf ein kleines bisschen lauter sprechen. Ist gut. Okay. Ich habe die Uhrzeit nicht gehört, sondern gesehen. Auch vorhin warst du da auch aber ganz anderer Meinung. Oha. Auf dem Tisch stand doch eine Uhr, nicht wahr? Ja, die Mordwaffe. Der Mörder hat damit das Opfer erschlagen. Die muss ich gesehen haben. Sie haben die Uhr gesehen? Das würde es erklären. Was denn für eine Uhr? Die Verteidigung darf den Zeugen ins Kreuzverhör nehmen. Gern. Es ist mir ein Vergnügen. Jo! Das scheint mal ein ziemlich verdächtiger Widerspruch zu sein. Ja, ich verstehe, dass Sie Ihre Zweifel haben.
Es tut mir wirklich leid. Ich habe mich erst jetzt an die Tischuhr erinnert. Eine Tischuhr? Stand dort eine Uhr? Ja. Eine Uhr auf dem Tisch? Es gab am Tatort eine Uhr? Das höre ich zum ersten Mal. Ja, ich auch. Die Mordwaffe? Ja, die Uhr, die als Waffe missbraucht wurde. Das habe ich doch gerade gesagt. Haben Sie während meiner Aussage geschlafen? Da stimmt etwas nicht. Oh ja, aber gewaltig nicht. Die muss ich gesehen haben. Moment mal. Jetzt von meiner Seite aus. Das ist eine Statue, keine Uhr. Ja, genau denselben Gedanken hatte ich nämlich auch eine gerade. Eine Statue des Denkers. Keine Uhr! Wie schmeckt dir das? Warten Sie noch einen Moment. Die Mordwaffe war keine Uhr, sondern eine Statue. Oder sieht das hier etwa nach einer Uhr aus? Und da musste ich mal gerade wieder für ein paar Sekunden den Moment genießen. Der wahrscheinlich beste Track des ganzen Spiels. Ne, wenn die Musik läuft, dann ist ganz klar, hier ist jetzt wirklich die... Ich sag jetzt nicht, was ich eigentlich sagen wollte. Wir sind nah an der Wahrheit dran. Sagen Sie die Wahrheit und ich sage die Wahrheit. Was? Sie mit Ihren Einsprüchen und Beweisen? Für wen halten Sie sich? Für einen Anwalt? Was machen Anwälte so? Beantworten Sie einfach meine Frage, Herr Sowit. Hey, ich habe Sie laut gesehen. Das ist eine Uhr. Euer Ehren, dürfte ich? Ja, du darfst gerne mal aufs Tod. Du siehst aus, als hast du es nötig. Ja, Herr Payne. Wie der Zeuge bereits sagte, ist diese Statue eine Uhr. Ach ja, das sagst du uns jetzt. Am Genick ist ein Knopf. Drückt man ihn, hört man eine Zeitansage. Ja, ich sag auch die Zeit, wenn man mein Genick drückt. Drück mal mein Genick. Es ist 20.52 Uhr. Ajo. Hast du wieder was Neues über mich gelernt? Mann! Meilenstein. Da sie nicht wie eine Uhr aussieht, habe ich sie als Statue vorgelegt. Mein Fehler. Ja, ein ziemlich dummer Fehler. Ich verstehe. Oh Mann, ich habe gerade so einen blöden Gedanken. Sprich es aus. So, da die PS4 nicht wie eine Konsole aussieht, habe ich sie als Klotz eingezeichnet. Tut mir leid. Sehr schön. Die Mordwaffe war also eine Tischuhr. Nun, Herr Wright, es scheint, als hätte der Zeuge die Wahrheit gesagt. Das ist eine Uhr. Aber woher weiß er das? Ja, woher weiß er das? Haben Sie noch irgendwelche Einwände gegen die Aussage? Ja, auf jeden Fall. Hallo? Euer Ehren, da ist ein riesiger Widerspruch in der Aussage des Zeugen. Er hätte nur wissen können, dass es eine Uhr ist, hätte er sie in der Hand gehalten. Aber der Zeuge hat ausgesagt, dass er die Wohnung niemals betreten hat. Richtig. Ein eindeutiger Widerspruch. Ich würde sagen, In der Tat. Der Zeuge wusste, dass es sich um eine Uhr handelte, weil er... die Wohnung betreten hat? Natürlich! Sie lügen! Sie waren am Tag des Mordes in der Wohnung! Beweisen Sie es! Beweisen Sie, dass ich drinnen war! Ich beweise noch viel mehr! Ich beweise, dass Sie sie ermordet haben! Sie haben sie mit der Uhr erschlagen und dadurch wurde die Ansage ausgelöst! Das war's, was Sie gehört haben! Interessant. Fahren Sie fort, Herr Wright. Ja, euer Ehren. Herr Sowit. Die Ansage muss Ihnen ziemlich unter die Haut gefahren sein. Verständlich, denn die Mordwache sprach, als sie auf das Opfer einschlugen. Die Stimme hat sich in ihr Gedächtnis eingebrannt.
Darum waren sie sich auch so sicher über die Uhrzeit. Was soll das heißen? Das sind doch bloß blanke Vermutungen. Blank? Dann sehen Sie sich doch das Gesicht des Zeugen an. Würde der Zeuge das bitte erklären? Haben Sie das Opfer mit der Uhr geschlagen? Dieser Tag, niemals. Sehen Sie, ich die Uhr, ich hörte, nein, ich meine, ich sah. Heilige. Klappe, 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 ich hasse Sie. Er war's, ich weiß es. Ich habe ihn gesehen. Er hat sie umgebracht und er soll brennen. Brennen, verurteilen Sie ihn zum Tode. Das tat meiner Stimme so weh. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ruhe! Ich sagte Ruhe im Gerichtssaal! Euer Ehren, einen Moment bitte! Für die Anschuldigungen der Verteidigung gibt es keinerlei Beweise! Ein bisschen das Tempo, die Lautstärke runter ein kleines bisschen. Ist ein bisschen schwierig bei Pain. Ja, aber der kommt da nicht so oft vor. Ja. Zum Glück. Herr Wright! Euer Ehren? Sie behaupten, dass die Stimme, die der Zeuge hörte, von der Uhr kam. Haben Sie dafür Beweise? Der ganze Fall hängt davon ab, ich sollte jetzt lieber zweimal nachdenken. Besser ist es. Ja, euer Ehren. Die Stimme, die Herr Sawood gehört hat, muss von dieser Uhr gekommen sein. Es ist eindeutig, wenn sie einfach... Frag mal die Nachbarn, ich habe selber keine Ahnung. Die Uhr benutzen. Die Uhr benutzen. Lassen Sie uns die Uhr benutzen, hier vor Gericht. Euer Ehren, dürfte ich die Uhr haben? Ich bitte das Gericht genau hinzuhören. Ich denke, es ist 8.25 Uhr. Das ist eine merkwürdige Art, die Zeit anzusagen. Nun, schließlich handelt es sich um den Denker. So, wir haben die Uhr gehört. Was schließen Sie jetzt daraus, Herr Wright? Herr Payne, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Es ist 11.25 Uhr. Das heißt, diese Uhr geht genau 3 Stunden nach. Exakt der Zeitabstand zwischen dem, was Herr Sawood gehört hat, und der Todeszeit. Also, Herr Sawood. Und versuchen Sie mal, sich da rauszureden. Sie haben eines vergessen. Wovon spricht er? Auch wenn die Uhr jetzt 3 Stunden nachgeht, beweist das gar nichts. Woher wollen Sie wissen, dass sie am Tag des Mordes auch schon 3 Stunden nachging? Wenn Sie das nicht beweisen können, haben Sie nichts in der Hand. Er hat recht. Wie kann ich es beweisen? Verdammt, ich war so nah dran. Herr Wright, es scheint, als fehlt Ihnen der entscheidende Beweis, um die Behauptung zu belegen. Ja, euer Ehren. Das heißt, Sie dürfen den Zeugen nicht beschuldigen. Leider. Leider, sogar er will den Zeugen brennen sehen. Ja. Damit ist das Kreuzverhör von Herrn Frank Sawood beendet. Ich komme den ganzen Weg her, um meine Aussage zu machen und muss mir so etwas anhören. Sie behandeln mich für einen Kriminellen. Einen Kriminellen. Du bist ja auch ein Krimineller. Ihr Anwälte seid Abschaum. Ich hatte ihn fast. Tut mir leid, Larry. Ich habe versagt. Ich kann jetzt nichts mehr daran ändern. Nicht die Finte ins Korn werfen. Nicht so voreilig, Herr Sawood. Mia, ich meine Chefin. Hören Sie zu, Wright. Geben Sie nicht so schnell auf. Nicht so. Denken Sie nach. Aber, Chefin, es ist vorbei. Ich kann nicht beweisen, dass die Uhr schon am Tag des Mordes nachging. Niemand kann das beweisen. Nun ja. Das heißt nicht, dass Sie nicht mehr gewinnen können. Lassen Sie sich was einfallen.
Vergeuden Sie keine Zeit, die Fakten anzuzweifeln. Nehmen Sie an, die Uhr ging nach. Denken Sie es nochmal durch. Sie müssen sich fragen, warum ging die Uhr 3 Stunden nach? Wenn Sie den Grund finden, haben Sie den Beweis. Alles klar, Wright? Fällt Ihnen ein, warum die Uhr 3 Stunden nachgehen könnte? Ja, in der Tat. Denn so viele Beweise haben wir nicht. Das ist richtig. Und wir haben nur einen davon noch nicht präsentiert. Ja. Warten Sie. Vielleicht kann ich es beweisen. Sie müssen den Beweis irgendwo haben, Wright. Suchen Sie ihn und zeigen Sie ihn vor. Nun, Herr Wright, Sie behaupten, die Uhr ging bereits am Tag des Mordes nach. Haben Sie einen Beweis gefunden, der diese Behauptung belegt? Aber sicher. In der Gerichtsakte gibt es einen Beweis, der meine Behauptung eindeutig belegt. Ha, große Worte, ich bin gespannt, wie Sie das schaffen wollen. Dann zeigen Sie uns den Beweis dafür, dass die Uhr nachging. Eventuell, weil unser Mademoiselle aus Paris zurückkam. Und denk mal über den Zeitunterschied nach zwischen Paris und... Da soll ich jetzt Japan oder Amerika sagen? Wir spielen ja hier die lokalisierte Version. Ich weiß nicht. Ist egal. Es gibt einen riesigen Zeitunterschied. Eben, es ist auf jeden Fall ein anderes Land. Das Opfer war gerade am Tag vor dem Mord aus dem Ausland zurückgekehrt. Wie wir alle wissen, beträgt der Zeitunterschied zwischen hier und Paris 9 Stunden. Wenn es hier 16 Uhr ist, ist es dort 1 Uhr morgens. Die Uhr geht nicht 3 Stunden nach, sondern 9 Stunden vor. Das Opfer hatte seine Uhr nach seiner Rückkehr nicht umgestellt. Darum war die Uhrzeit, die Sie hörten, als Sie sie in Ihrer Wohnung erschlugen, falsch. Darf ich das als Beweis für Sie, Herr Sowert, oder sollte ich Sie Herr Täter nennen? Das ist im Englischen eigentlich ein eher ulkiges Wortspiel. Weil Sowert spricht man aus wie Sawit im Sinne von hat es gesehen. Und auf Englisch sagt er Herr Did It, Mr. Did It. Soll ja, ich Sie, der ist gut. Was sagen Sie, Herr Sowert, oder soll ich Sie Herr Did It nennen? Das ging leider bei uns ein bisschen verloren. Ja, ne. Schau vom Mund. Och Mann, jetzt hört er einfach rum, ich wollte schreien. No. Ruhe! Ruhe, hab ich gesagt! Mann, ich muss so viel schreien hier, was ist los? Ja, ich wollte eigentlich schreien, aber du darfst. Ja, der Richter darf das. Ist auch der Richter. Dieser Fall hat sich anders entwickelt, als wir alle erwartet haben. Wie überraschend. Dementsprechend. Herr Payne, Ihr Mandant. Er wurde festgenommen und abgeführt, Euer Ehren. Ab mit dem Kopf. Sehr gut. Herr Wright. Ja, Euer Ehren? Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Ich habe noch keinen erlebt, der eine Verteidigung so schnell abgeschlossen und gleichzeitig den wahren Täter entlarvt hat. Ach, wenn da nur alle Fälle so einfach. Ja. Danke, Euer Ehren. An diesem Punkt, das ist nur eine Formalität, aber das Gericht befindet den Angeklagten, Herrn Larry Bartz, für nicht schuldig. Whee! Party! Party time! Damit ist die Verhandlung geschlossen. Lest nicht, warum spielst du Doom? Was ihm gefällt anscheinend. Aber Larry ist nicht doomed. Wir haben ihn gerettet. Ja, das ist richtig. Yay. Erster Fall abgeschlossen. Yay. Und wir haben nur 2 Videos gebraucht. Das ging fix. Es stellte sich heraus, dass Frank Sowert ein gewöhnlicher Einbrecher war. Als Zeitungsverkäufer getarnt beobachtete er, wann die Leute das Haus verließen. An jenem Tag. Als Larry zur Wohnung des Opfers ging, war dieses nicht zu Hause. Als er weg war, brach Sowert ein, um seinem dreckigen Geschäft nachzugehen. Als er gerade die Wohnung durchsuchte, kehrte das Opfer zurück. Überrascht griff Herr Sowert nach dem ersten Gegenstand, den er finden konnte. Oh.
Ah, kann ich heute früh Feierabend machen? Wow, ich kann auch immer nicht glauben, dass wir gewonnen haben. Right, gute Arbeit da drin. Mein Glückwunsch. Danke, Chefin. Ich habe alles Ihnen zu verdanken. Kein bisschen, kein bisschen. Den Kampf da drin haben Sie ganz alleine gewonnen. Hadouken! Es ist schon eine Weile her, seit eine Verhandlung so gut gelaufen ist. Ich habe die Chefin noch nie so glücklich gesehen. Wenn sie schon so froh ist, wie muss sich dann Larry erst fühlen? Mein Leben ist gelaufen. Larry, du solltest dich doch freuen. Was ist denn los mit dir? Ach, Nick. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich liege sowieso bald unter der Erde. Gut. Warte, nein, ich meine, schlecht, sehr schlecht. Larry, du bist unschuldig. Der Fall ist abgeschlossen. Das hält ihn aber nicht davon ab, weiterzuholen. Aber meine Cindy Windy ist fort, Mann. Für immer. Dass ich das vorlesen muss. Larry, sie war eine... Ach, vergiss es. Ich wollte gerade sagen, die war eh nicht gut für dich. Glückwunsch, Harry. Glückwunsch, Harry. Oh, Mia ist auf einmal sehr männlich. Warum lade ich Mia... Lese ich Mia vor? Glückwunsch, Harry. Dann darfst du jetzt Larry einmal vorlesen. Das haben wir immer so gemacht. Mann. Harry? Mehr da nichts zu sagen. Ja, sie. Ich sehe jetzt schon die Schlagzeilen. Harry Butts, unschuldig. Hey, danke, ich schulde Ihnen was. Das vergesse ich nie. Das muss gefeiert werden. Abendessen? Kino? Ich lade Sie ein. Oh nein, das geht nicht. Das geht auch nicht. Hey, ich war es, der dich da rausgeboxt hat. Echt mal. Oh, hey. Hier, bitte. Ein Geschenk. Ein Geschenk? Für mich? Warten Sie, ist das nicht das Beweisstück, das... Ich hatte die Uhr für Sie gemacht. Ich hatte eine für Sie und eine für mich gemacht. Wirklich? Sie haben die gemacht? Ich habe Larry gar nicht so viel Handwerkskunst zugetraut. Nee, bin ich. Nun, danke. Ich behalte sie als Andenken. Ja, Nick. Kannst du dir das vorstellen? Ich war so in die Kleine verliebt. Und sie hat nur mit mir gespielt. Ich würde am liebsten heulen. Du wolltest doch schon. Larry. Sind Sie sich da sicher? Verzeihung? Ich glaube, sie hat sie sehr gemacht. Auf ihre Weise. Ach, Sie brauchen mich nicht zu bemitleiden. Ist schon in Ordnung. Oh, ich bemitleide Sie nicht wirklich. Stimmt's, Wright? Wollen Sie Ihrem Freund nicht etwas zeigen? Etwas, das beweist, dass Sie für, was Sie für ihn empfand? Was? Ja, klar. Wovon zum Teufel redet sie nur? Das hätte ich fast aus Versehen A gedrückt. die Statue. Weißt du warum? Nee, wird sich zeigen. Hier, bitte, Larry. Der Beweis, dass du für sie nicht bloß ein Trottel warst. Was? Wo hast du die Uhr her? Das ist die Uhr, die du für sie gemacht hast, Larry. Sie hatte sie dabei, als sie auf Reisen war. Ach so, ja. Wahrscheinlich brauchte sie bloß irgendeine Uhr, mehr nicht. Glaubst du wirklich? Das ist eine ziemlich schwere Uhr fürs Reisen. Ach, denk doch, was du willst. Hey, Nick. Ich bin froh, dass du mich verteidigt hast. Wirklich, das bin ich. Danke. Hoffentlich hat ihm das ein wenig geholfen. Right. Ich hoffe, Sie verstehen nun, wie wichtig Beweise sind. Und ich hoffe auch, dass Sie begreifen, dass sich die Dinge ändern, je nach Blickwinkel. Blickwinkel. Auch die Menschen. Wir werden niemals wirklich wissen, ob unsere Mandanten schuldig oder unschuldig sind. Alles, was wir tun können, ist, ihnen zu glauben. Und nun glauben zu können... Und um ihnen glauben zu können, müssen sie an sich selbst glauben.
schwierigster Satz im ganzen Fall. Voll. Right. Hören Sie zu. Lernen Sie, werden Sie stark. Sie dürfen Ihren Glauben niemals verlieren. Niemals. Nun, ich glaube, wir sind hier fertig. Wollen wir gehen? Ja, ich denke schon. Was halten Sie von einem Abendessen? Ich lade Sie ein. Trinken wir einen auf Batz und Schuld? Ja. Oh, da wir gerade von Harry sprechen. Er ist übrigens Larry, aber Phoenix findet irgendwie keinen Moment, das mal zur Ansprache zu bringen. Sie haben gesagt, dass Sie unter anderem seinetwegen Anwalt geworden sind. Ja, unter anderem. Darüber müssen Sie mir irgendwann mehr erzählen. Vielleicht bei einem Drink? Und so ging mein erster Fall zu Ende. Harry gab meinen Klaps auf den Rücken. Mann, Nick, es ist schön, Freunde zu haben. Aber er wird mir nicht zahlen, es sei denn, die Uhr von Mia gilt als Bezahlung. Damals wusste ich es noch nicht. Aber diese Uhr sollte bald im Mittelpunkt eines anderen Vorfalls stehen. Und mein Versprechen meiner Chefin, mehr über mich und Larry zu erzählen, soll ein Versprechen sein, das ich nicht halten konnte. Was soll denn das bedeuten? Foreshadowing. Ende. Ja, speichern wäre voll cool und so. Yes. Danke dir. So, dann hätten wir das erledigt. Erster Fall abgeschlossen, zwei jo. Videos, auch wenn... Nein! Jetzt macht er einfach weiter. Nein! Geh nicht ans Handy. Ich sagte, geh nicht ans Handy. Da macht er einfach mit dem Fall weiter. Ich dachte, wir gehen zurück ins Hauptmenü. Das machen wir jetzt auch. Kann ich... Nein, ich kann hier nicht ins... Oh. Ja, das trifft sich ja gut. Das war jetzt der erste Fall von Phoenix Wright Ace Attorney. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Es war noch ein bisschen... sagen wir mal, unspannend verglichen mit dem, was in der Serie so einen noch erwartet. Das war halt so dieser Auftakt. Erstmal leicht anfangen und dann geht's richtig zur Sache. Das war der normalste Fall in der ganzen Spieleserie. Na. Alles, was jetzt noch in Zukunft kommt, seid bereit. Und wir werden auch bereit sein. Ja, auch wenn aber schon, sowas von. Auch wenn wir es schon kennen, aber das jetzt nochmal alles hier für euch rüberzubringen, wir werden weiterhin unser Bestes geben. Danke fürs Dabeisein und dann bis zur zweiten Episode von Phoenix Wright Ace Attorney. Ciao, ciao. Bye-bye.